Willkommen zurück zu Return to Mysterious Island 2. Ach, es ist so spannend gewesen, dass ich am Stück gerade aufnehme. Und jetzt bin ich hier lang gegangen und irgendwie haben sich die Dinge hier verändert, denn hier liegt ein toter Vogel oder ein verletzter Vogel. Armer Kerl. Ja, ich, mache ich jetzt mit dem? Die Bienen sind irgendwie auch wieder da und, was mache ich denn jetzt mit dem? Ich kann ihn doch jetzt wieder aufstechen quasi mit dem Stock, aber das ist doch eklig. Was mache ich denn jetzt? Können wir dem vielleicht irgendwie einen Verband machen oder so? Ich hab ja keinen Stoff oder was. Das ist ja das Blöde. Vielleicht ein bisschen Weizen, um den so ein bisschen aufzupäppeln mit Essen. Soll aber auch irgendwie nicht sein, ne? Können wir den bedudeln? Nee, das ist ja auch Quatsch, oder? Ich weiß nicht, was ich mit dem verletzten Vogel gerade machen soll, außer den zu töten. Das finde ich irgendwie bedenklich. Vielleicht soll es aber auch so sein. Ich weiß es nicht. Hier liegen zwei tote Vögel jetzt. Zwei verletzte. Hallo? Armer Kerl. Warum liegen denn jetzt hier beide? Warum fallen die runter? Warum? Wollt ihr mich veräppeln? Oh Gott, können wir das echt machen? Oh, ist das wirklich jetzt? Ich werde kein armes, wehrloses Tier aufspießen. Ja. Mina, das sehe ich, glaube ich, auch so. Aber irgendwie Wildnis und so. Essen. Ich weiß nicht. Aber irgendwie, wenn die so krank wären, weiß ich auch nicht, ob ich die essen wollen würde. Gut. Ich habe keine Ahnung. Wenn das hier frisches Wasser ist, bin ich noch auf die Idee gekommen, das Ding irgendwie in Wasser zu tauchen. Aber vielleicht ist das der falsche Behälter. Da ist leer. Wo haben wir denn mal Wasser? Oder können wir den, genau, können wir denen vielleicht auch mal Wasser anbieten? Der nicht. Der auch nicht. Also Wasser ist nicht das Richtige. Leute, wie kann ich euch helfen? Kann ich euch mit Krustentieren helfen? Nein. Die Krustentiere. Da ist mir auch noch was aufgefallen. Ich habe es aber nicht gemacht extra. Ich weiß nicht, ob das auch hier geht. Gehen wir mal rüber zu dem anderen weißen Kalkding. So, hier runter. Die kann man hier, glaube ich, reinwerfen. Das ist keine schlechte Idee. Aber in einem Kalkbrennofen legt man den Kalk oben drauf. Aha, und deswegen war das hier oben auch weiß, ne? Oder kann ich die... Warte, kann Jepp das machen? Jepp spielen. Vielleicht ist auch gut, wenn wir mal tauschen, weil der Jepp kann vielleicht auch den Vögeln helfen. So, hier, sollen die hier vielleicht rein? Ja, ach, dafür ist das da. Endlich wissen wir es. Ach, und deswegen ist das so weiß hier. Die hauen wir da. Das ist ja geil. Wir haben unseren Kalk, Leute. Wir haben unseren Kalk. Was ist mit den Vögeln? Die sind jetzt nicht mehr da, ne? Ja, die anderen beiden fehlen nämlich. Mama und Papa und so, ne? Ja. Gut, dann... Das sollte man vielleicht auch merken. Erst mit Jepp und dann vielleicht da lang gehen. Kann ja sein. Aber auf dem Weg habe ich es halt gemerkt. Ja, du willst sie nehmen. Nimm sie doch. Ja, was mit einer Bananenschale oder was wird mir jetzt hier angezeigt? Hier, Vase. Stopf sie rein, nimm sie mit, pack sie wieder ins Nest. Du Held, du, Jepp. Ich hab doch nichts. Hier, leere Kokosnussschale vielleicht. Da können die doch reingelegt werden. Aber beide wollen nicht. Warum liegen die da? Das ist irgendwie unheimlich. Ach, Leute. Ich habe mich jetzt darum zu kümmern. Ich muss mich jetzt um Mina kümmern. Und die wartet da. Und wir wollen das mit dem Kalk machen und so. Wie geht's meinem kleinen Teufel? Ich bin wieder da. So. Ich will mein... Ungelöschter Kalk. Das Zeug ist ätzend. Das kann ich nicht mit bloßen Händen anfassen. Der ungelöschte Kalk. Ja, ja. Da war doch was hier in Dokumenten und so. Musste man aufpassen. Genau, das hatten wir schon gemacht. Teleskop, Tabak, irgendwas.
Hier Anmerkung. Großen Brennofen auf der Klippe Weißstreng, um vorbeifahrende Schiffe auf uns aufmerksam zu machen. Genau, aber es gab ja noch das andere, das wir hier machen wollten. Das Glas wollten wir nämlich mit dem Kalk machen eigentlich. Verglasbarung wird hergestellt aus Sand, ungelöschtem Kalk, Holzkohle und Natriumcarbonat, das vom Verbrennen von Algen erzeugt wird. So, und was stand jetzt hier hinten? Aufgabe mit dem ungelöschten Kalk aus dem Brennofen gelöst. Kalk zunächst wässern. Vorsicht, die Reaktion ist heftig. Das Pulver muss in das Wasser geschüttet werden, nicht umgekehrt. Also müssen wir das Zeug nehmen und dürfen nicht das Wasser rauf tun. Dann müssen wir das in Öl auflösen. Das können wir mit dem Palmöl machen. Kreide hinzufügen und hätten dann unsere hochwertige Farbe. Das heißt, ich muss das jetzt irgendwie nehmen können. Ich habe aber keine Handschuhe, nichts. Wie können wir das denn mal nehmen? Mit der Schale? Mit einer Vase? Mit irgendwas anderem? Viel Möglichkeiten haben wir nicht. Doch! Ach, das geht sogar. Gut, was hatte ich jetzt gesagt? Ungelöschter Kalk. Warte mal, das packe ich jetzt erstmal dazu. So. Sand, Kalk, Natriumcarbonat. Was fehlt jetzt noch? Was hatte ich gesagt? Ich will ja jetzt eigentlich nicht die Farbe machen. Ich wollte das andere machen. Ich wollte das Glas machen. Hier. Und Holzkohle. Ach, die... Und das Natriumcarbonat, die das mit den Eigenhand... Haben wir die Holzkohle jetzt drin? Habe ich das jetzt... Ach, die Holzkohle fehlt. Warte, die können wir doch dazu tun. Die haben wir noch. Voila! Glas. Kram. Verglasbare Mixtur. So, meine Freunde. Jetzt wird's lustig. Jetzt weiß ich nur, dass man da... Nicht hier. Jetzt muss ich mal hier rüber gehen. Und... Genau, noch ein weiter. Ne, hier war doch richtig. Na, genau. Hier rüber. Und dann, Armer Kerl. Armer Kerl? Von wegen, ich war hier schon mal und hab die Schlange gesehen gehabt. Da hat sie gesagt, dass sie das noch nie gesehen hat, weil das Ding sich hier im Kreis bewegt. Ich habe keine Ahnung, was wir mit der machen können. Vielleicht können wir die beflöten. Komm, leg los, Mina. Hübsche Finger hat sie auch dafür, dass sie hier in der Wildnis lebt. Darauf reagiert die aber gar nicht. Das interessiert die aber nicht, du. Nee, lass es mal. Es hat keinen Zweck. Armer Kerl. Das ist ein armer Kerl, es ist eine Schlange. Verdammt. Warum müssen wir den ganzen Tieren helfen? Was ist mit den Tieren hier los? Ich verstehe nicht, was mit den Tieren hier los ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall in diesem Behälter versuchen, das Zeug da reinzutun. Das geht. Ah, ich bin so... Du besitzt folgende Gegenstände. Verglasbare Mixtur. Wenn diese Mixtur in einem Kessel erhitzt wird, entsteht eine glasartige Pastete, die in heißen Zustand zu Glas geblasen werden kann. Warte, dann sollten wir das doch eher da reintun. Und... haben wir jetzt irgendwas hier zum... Blasen? Zum... Ihr wisst, was ich meine. Wie geht denn das? Ich meine, wenn diese Mixtur in einem Kessel erhitzt wird, entsteht eine glasartige Paste, die in heißem Zustand zu Glas geblasen werden kann. Brauche ich jetzt eine Form? Brauche ich jetzt aus diesem Stock... Warte mal, können wir das... Nee. Können wir das... Es hat keinen Sinn, Metall zu erhitzen, wenn kein Amboss in der Nähe ist. Ich bin am falschen Ort. Metall erhitzen willst du damit? Aha. Aha. Es hat keinen Sinn, Metall zu erhitzen, wenn kein Amboss in der Nähe ist. Es ist aber ein Amboss in der Nähe. Ich bin am falschen Ort. Ach, leck mich doch hier, du Spiel. Da, das ist Entschuldigung, aber das Gewehr können wir umbossen am hinten da beim Amboss. Dafür ist das da. Ah, und dann haben wir Eisen und können das verändern.
Aber was mache ich jetzt mit meiner verglasbaren Mixtur? Wo ich das doch hier benutzen kann. So. Jetzt machen wir mal nochmal ordentlich Dampf. Genau, damit es ordentlich brennt. Heiße glasartige Paste. Ich brauche eine Glasbläserpfeife, wie Sie die Glasbläser verwenden. Ein Metallrohr würde gehen. Ah, und aus dem Metall. Ja, ja, ja. Ich verstehe, was ihr wollt. Ich hab's kapiert. Dafür ist unser Metall nämlich jetzt auch da. Das können wir hier oben machen. Aus unserem... Hier doch nicht. Aus unserem Gewehr. Ja, ja, ja. Das ist ja toll. Ich liebe das so, wenn man weiß, was man will und was man zu tun hat. Und nicht dieses Rumirren und nicht wissen, was los ist. So, Gewehr. Das mache ich heiß. Das nehme ich die Zange. Nimm das raus. Pack das hier hin. Ja, pack das ruhig da. Oder können wir jetzt loslegen? Ah. Hier. Wie cool. Jetzt machen wir uns dann nämlich so ein Metallrohr draus. Haben wir es? Reicht das so? Oder was? Reicht es noch nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wann sie sagt, wann fertig ist. Muss ich das jetzt die ganze Zeit machen oder? Oder wie? Ich würde es jetzt eigentlich lassen. Damit mal gut ist. Stahlrohr. Ah, ich werde nicht mehr. Ah, habe ich das gut gemacht oder war es Gewehr, Trommel, Stahlrohr? So, und damit gehe ich jetzt zurück. Ich habe nicht in die Lösung geguckt. Das ist alles von mir selber ausgedacht hier. Arbeitet schwer. Rohr direkt auch die Tiere alle töten. So, jetzt gehe ich wieder den Umweg. Kennt ihr schon. So, da hinten hin. Hier. Heiße, glasartige Paste. Oh, wie geil. Ich mach Glas. Geil. Was habe ich jetzt? Eine Flasche. Ich habe eine Flasche gemacht. Ich habe eine Flasche gemacht. Ja. Das hat Spaß gemacht. Wenn ich jetzt mir noch mehr Kalk hole, dann können wir das andere auch noch direkt machen. Denn es wäre ja sonst langweilig hier im Spiel, wenn wir uns nicht ein paar lustige Aufgaben hier vornehmen. So. Ach, da bin ich doch mal gleich stolz auf mich. Jep, du musst noch mal nach oben ein bisschen Kalk machen. Ein paar Krustengeschichten haben wir ja noch, glaube ich. Ja, haben wir. Das nützt jetzt nichts mehr. Wir brauchen aber noch Kalk. Warum? Komm her und lass dir die Ohren kraulen, Kleine. Du sollst noch Kalk machen, damit wir den Ofen hier weiß streichen können. Jetzt haben wir hier so eine olle Flasche gemacht und... Was? Können wir noch mehr nehmen? Nee, da ist ja auch gar nichts mehr. Es ist auch gar nicht mehr weiß. Warum heißt es jetzt, es nützt nichts mehr? Was ist denn, wenn ich das andere noch machen will? Hä, kann ich jetzt nur das eine machen oder was? Kapier ich nicht. Und das mit unserem Kuchen kapiere ich auch noch nicht. Hier haben wir das mit der Süßung, Honigfarbe. Oh, ist das doof. Hier hätten wir noch ein paar Ölpalmkerne. Dann könnten wir noch mal ein bisschen neues Öl machen. Das wollten wir, glaube ich, auch noch tun. Dann mache ich das noch mal eben schnell. Och, Menno. Warum geht das jetzt nicht? Das kapiere ich jetzt irgendwie gerade nicht. Geht das jetzt mit dem Öl auch nicht? Das hat keinen Sinn. Ich habe schon genug Öl. Stimmt doch gar nicht. Du hast ja gar nicht mal hast du genug Öl. Guck, wenn du das jetzt nämlich wegnimmst, und dann geht das nämlich auch gar nicht. Voll komisch. Nee, Weizen brauche ich da ja auch nicht zutun. Höchstens halt ein paar Beeren, aber die wollen ja auch nicht. Wollt ihr ja nicht. Tja, mein Kuchen. Und die Vögel. Und überhaupt. Ist alles sehr merkwürdig hier.
Was war denn jetzt eigentlich noch unser Plan? Warum kannst du die Krustentiere da nicht? Ich will mehr Kalk, verdammt. Das ist keine schlechte Idee. Aber in einem Kalkbrennofen legt man den Kalk obendrauf. Ja. Warum machst du das nicht? Pff. Ich will das nochmal ausprobieren. Kapiere ich nicht. Das nützt jetzt nichts mehr. Warum nützt das? Natürlich nützt uns das was. Wir wollen ja noch mehr Kalk haben, damit wir das mit der Kreide machen können. Ich check das nicht. Check das nicht. Ich will doch noch die anderen... ich wiederhole mich, ich weiß, aber es regt mich auf, sowas. Verstehe ich nicht. Verbrenn dich doch, du doofer Affe, du versaust uns hier alles. Und Jeb? Ja. War nix, ne? Doofer Jeb. Manno, ich will meinen Kalk. Ja. Gut, dann kann ich natürlich das eine auch hier nicht machen. Ich habe das ja jetzt gemacht. Einsatz, ein Notizbuch aus Rindenpapier. Herausforderung angenommen. Notizbuch, kriegt man jetzt eigentlich irgendwie Belohnungen von irgendjemanden? Oder wie ist das jetzt hier? Was mache ich als nächstes? Hier haben wir unsere Kuchen, die auch nicht geklappt haben. Jetzt habe ich meinen Teig, aber was ich dazu tue, weiß ich immer noch nicht. Herausfinden, ob es sich beim seltsamen Gesicht auf der Klippe, die das Sägewerk überragt, um eine natürliche Gesteinsformation oder eine Skulptur handelt. Ach so, das waren bestimmt die, die so komische Geräusche im letzten Part gemacht haben, oder? Einsatz, ein halbes Pfund wilden Tabak. Ja, wir haben ja auch immer noch diese komischen, merkwürdigen grünen Dinger da hinten. Ja, und das hätte ich jetzt natürlich gerne gemacht. Dass ich den weiß gemacht hätte. Kalk zunächst wässern. Vorsichtig, Direktion. Aufgabe wurde mit dem ungelöschten Kalk aus dem Brennofen gelöst. Ja, wenn ich... Aber ich habe doch keinen mehr. Oder habe ich noch? Vielleicht sehe ich das auch nur nicht. Habe ich noch irgendwo Kalk? Knochenmark? Krustentier? Ach, wir haben noch ungelöschten Kalk und Vase. Okay, ich nehme alles zurück. Moment. Dann muss ich aber trotzdem wieder vorsichtig vorgehen hier. Also, Kalk zunächst wässern. Vorsichtig, die Reaktion ist heftig. Das Pulver muss in das Wasser geschüttet werden, nicht umgekehrt. Inventar, ungelöschter Kalk, in Wasser packen. Geht nicht? Nicht? Pulver muss in das Wasser geschüttet, nicht um. Ja, gelöschter Kalk. Kann ich das mit meinen Wasservasen zusammen machen? Vorsichtig, vorsichtig. Der Kalk darf nur langsam hinzugefügt werden. So ist das also. Also nicht groß, sondern eher kleiner denkend. Gelöschter Kalk und Vase. So, jetzt habe ich das und nun... Kalk zunächst wässern. Vorsicht, die Reaktion ist heftig. Das Pulver muss ins Wasser gehen. Ja. Gelöschten Kalk in Öl auflösen und Kreide hinzufügen. Okay, Moment. Gelöschter Kalk und Vase. So, das nehme ich mir das Palmöl weg. Das ist mir egal. Das nehme ich mir jetzt. Und Kreide packe ich dazu. Und voilà, ist der leckere Kuchen fertig. Aha, wie geil. Wunderbar. Und das Öl haben wir sogar noch. Das ist ja super. Weiße Farbe. Na, sieh mal eine an. Nur die blaue haben wir noch nicht. Weiße Farbe. Dann wollen wir den doch mal... weiß ich nicht, wie wir den streichen. Yep. Kannst du das Ding irgendwie weiß machen? Noch weißer als weiß? Geht das? Sollen wir den hier überhaupt weiß machen? Oder ist es das Ding hier überhaupt, was wir weiß machen sollen? Aufgaben. Mina. Also, Kerlchen, was hast du vor? Dieses, ich muss sagen, es nervt ein bisschen mit diesem Hin- und Her-Geeier hier mit Mina und Jeb und Jeb und Mina.
Jetzt kann er nicht mal in die Dokumente gucken, also. Das habe ich gemacht, keine Ahnung, um eine hochwertige Farbe herzustellen. Und was sollen wir großen Brennofen auf der Klippe weiß streichen? Ja. Wo denn? Also. Tja. Wo darf ich dich denn mal weiß streichen? Ist hier irgendwo... Und wenn wir das einfach hier machen? Direkt? An diesem Ding? Nee. Hä? Wo soll ich das Ding jetzt weiß streichen? Das soll ja aufmerksam machen. Hm. Ja, gut, dann ist mir das jetzt mal egal, weil wir haben ja weiße Farbe und die kann der andere Affe bestimmt auch gut gebrauchen. Und auf der anderen Seite sollen wir den Brennofen weiß streichen können. Es ist leicht irritierend. Jep spielen? Der soll doch jetzt nicht ernsthaft hier alles bemalen? Das ist doch auch irgendwie... Gibt es ja auch nirgendwo ein Symbol, dass er das hier kann. Muss er das vielleicht von außen eher machen und nicht von hier? Ich weiß es nicht. Nee, dann packe ich mich... Wie geht es dir, Kleiner? Ja, wie soll es mir schon gehen hier? Wenn muss ich die Farbe wieder wegpacken? Gut. Was jetzt? Damit ich wieder auf ihren Rücken klettern kann. Mina, so. Das lasse ich mal alles hier. Jetzt bin ich wieder hier falsch gelaufen, wie die ganze Zeit schon. Und wieder falsch gelaufen. Und da will ich nicht lang. Ich will hier runter. Und die Vögel einfach tot liegen lassen. Und so. Die blaue Farbe, die wird noch schwierig werden. Geh mal hier hoch. Dann musst du wieder Jep spielen, ist mir klar. Jep spielen, aber ich will das mal ausprobieren, ob er sich über die weiße Farbe freut. Weiße Farbe? Jawohl! Tut er. Weiße Farbe. Ah, und jetzt hat er hier so... Wolken gemacht und hier ist jemand weggeflogen mit einem Ballon oder was. Hier kommt Dampf raus. Dem Affe geht's eigentlich immer besser, weil der kriegt ja auch die ganze Farbe die ganze Zeit von uns. Haben wir ihm noch irgendwas anzubieten? Die kann man nicht die blaue direkt reintun? Nee, ne? Schade. Wir müssen noch irgendwie die blaue Farbe abkriegen. Und wir haben eine Flasche. Selbst. Hergestellt. Ist das nicht toll? Ja, wie kriegt man hier die blaue Farbe ab irgendwie? Damit willst du es ja nicht. Dann packe ich mal die Vase an Ort und Stelle zurück. Vielleicht, wie gesagt, immer noch aus den blauen Früchten? Weiß ich nicht. Aber das haben wir schon mal geschafft. Mit weißer Farbe und ein ganzes Stück wieder weitergekommen, haben uns eine Flasche hergestellt. Ich weiß nur gar nicht, wozu sind diese Aufgaben jetzt eigentlich gut. Wir haben jetzt diese tollen Aufgaben alle, naja, alle nicht erledigt, aber im besten Weg. Und wenn man es gemacht hat, was ist denn? Ich weiß es nicht. Ich denke, das nächste, was wir versuchen sollten, ist blaue Farbe herstellen. Das wäre wahrscheinlich... Woran denkst du? Sehr sinnvoll. Denn dann hat der Affe alle Farben bekommen, die er braucht. Ja, wir sehen uns im nächsten Part von Return to Mysterious Island 2. Bis dann!